Und die Grünen schreiben weiter, die Notwendigkeit, in der Regel zwei oder mehr Fahrzeuge pro Familie vorhalten zu müssen, ist eine erhebliche finanzielle Belastung. Ja, das ist ja wohl der absolute Hohn. Die Politik der Grünen ist die Ursache für die finanzielle Belastung der Menschen in den ländlichen Regionen, die Auto fahren. Spritpreise runter. Das ist das, was die Menschen wirklich wollen und was den Menschen auf dem Land richtig helfen würde. Und Sie verfolgen hier Ihre ideologischen Konzepte, und die führen einfach ins Gar nichts. Vielen Dank.